Willkommen bei Berlin A&O. Unser heutiger Spaziergang bringt uns nach Mitte, in den Ortsteil Moorbeet. Die Insel, umgeben von zwei Kanälen und der Spree, hat mehr zu bieten, als ihr Ruf erahnen lässt. Wir schauen uns heute auf unserer Tour die Vergangenheit und die Zukunft des Ortsteils an und entdecken dabei Geschichtliches, Gastronomisches und Entspannendes. Der Start unserer Tour könnte verkehrstechnisch nicht günstiger liegen. Es geht am Hauptbahnhof los. Für Berlinerinnen und Berliner gibt es hier vermutlich nicht viel Neues zu entdecken. Wenn Sie aber mit Kindern unterwegs sind, freuen die sich vielleicht über das Miniaturmodell im Untergeschoss. Wer jedoch von außerhalb kommt, könnte von der Architektur des größten Turmbahnhofs Europas beeindruckt sein. Hier halten Ober- und Unterirdisch Fern- und Regionalverkehr. S- und U-Bahn sowie Busse und Trams. Wir verlassen den Bahnhof auf der Seite der Invalidenstraße und entdecken nach ein paar Schritten die alten und neuen Teile der Europa City auf dem Gelände des ehemaligen Hamburger Bahnhofs, dem einzigen noch erhaltenen der großen Berliner Kopfbahnhöfe. Das aus dem Jahr 1840 stammende Empfangsgebäude wird heute vom Museum für Gegenwart genutzt und zeigt zeitgenössische Kunst. Daran angrenzend sieht man, wie die sogenannte Europa City Stück für Stück Form annimmt. So kann man sich bereits das beeindruckende 50-Hertz-Gebäude des gleichnamigen Stromnetzbetreibers ansehen. Auch die Gebäude des Kunstcampus und die ganz schwarz gestrichenen Hallen am Hamburger Bahnhof machen Eindruck. In der wärmeren Jahreszeit kann man hier am Berlin-Spandau-Schifffahrtskanal, den wir schon aus unserem Wedding-Video kennen, ein wenig das Wasser und die Sonne genießen. Die Europa City ist, Stand Frühjahr 2019, noch immer am Wachsen und Gedeihen, sodass es sich hier immer wieder lohnen wird zu schauen, was es Neues gibt. Wir verlassen dieses Viertel aber zunächst und kommen zum zweiten Abschnitt unserer Tour. Vorbei am Tour Total des gleichnamigen Ölunternehmens überqueren wir die Heidestraße und kommen zum Geschichtspark am ehemaligen Zellengefängnis Moorbeet. Die Grünfläche dient sowohl als Park als auch als Erinnerungsstätte an das Leid, das hier unter anderem denen, die gegen Hitler Widerstand leisteten, geschah. Eine nachgebildete, begehbare Einzelzelle versucht einen Eindruck der Enge des Gefängnisses zu vermitteln. Für den, der nächtlich in ihr schlafen soll, so kahl die Zelle schien, so reich an Leben sind ihre Wände. Der Lehrterstraße folgend kommen wir vorbei an einem weiteren Gefängnis zum Poststadion. 1929 wurde es auf einem ehemaligen Exerzierplatz fertiggestellt. Die Außenfassade der Haupttribüne zeigt seine Architekturepoche deutlich. Zum Stadion gehören auch ein Skatepark, eine Kletterhalle und viele weitere Sportanlagen. Viele davon grenzen an den nahegelegenen Fritz-Schloss-Park. Dieser wurde in den 1950ern auf einem Hügel aus Kriegstrümmern errichtet. Einige der Trümmer stammen von der Kaserne, die früher an dieser Stelle stand. Aus dem Park laufen wir zur Perleberger Straße, der wir einige hundert Meter zum hinteren Eingang des Schultheißquartiers folgen. Hier befand sich bis 1980 der Moabiter Standort der Schultheißbrauerei, zu der Marken wie Berliner Pilsner und Berliner Kindl gehören. Heute wird das Gelände von Gewerbe und einem großen Shoppingcenter bestimmt. Einige der alten Gebäude sind aber erhalten geblieben und einen Besuch wert. Vom Quartier aus kommen wir zur Turmstraße und folgen ihr, am kleinen Tiergarten vorbei zur Jonasstraße, in die wir rechts einbiegen und so zur Arminius-Markthalle kommen. Diese ist die 10. von 14 überdachten Markthallen, die nach einem 1881 erlassenen Beschluss die offenen Märkte in Berlin ablösen sollten. Sie war ein Vorläufer der modernen Shopping-Center.
1891 wurde die Halle unter dem Namen Markthalle 10 eröffnet. Der Markt enthält heute ein buntes Angebot von einem Supermarkt bis hin zu vielfältiger Gastronomie. Wer sich also stärken möchte, ist hier am richtigen Ort. Wir nehmen aus der Markthalle den Ausgang zur Bremer Straße und folgen dieser ein Stück. Nach der Wyclef-Straße biegen wir nach links ab und folgen dem Weg durch einen schönen Hinterhofpark, den Unionpark, bis hin zur Siemensstraße. Neben einem von 30 erhaltenen Café Achteck, öffentlichen WCs vom Ende des 19. Jahrhunderts, finden wir dort das Gelände des Moabiter Stadtgartens mit dem Zentrum für Kunst und Urbanistik. Dabei handelt es sich um einen Veranstaltungsort für Kunst und Kultur. Es findet sich in einem früheren Güterschuppen des Bahnhofs Moabit. Vom Stadtgarten aus hat man einen guten Blick auf das Areal des Westhafens, dem größten Hafen Berlins. Über den 1923 fertiggestellten Hafen sind die Wasserwege des Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal mit der Autobahn A100 sowie über seinen Schienenanschluss auch mit der Ringbahn verbunden. Ebenso liegt in seiner direkten Nachbarschaft der Berliner Großmarkt. Wir laufen zuletzt noch zum S-Bahnhof Beusselstraße, wo wir unsere Tour beenden und zum Beispiel mit der Ringbahn den Weg nach Hause finden. Wenn dir das Video gefallen hat, interessieren dich möglicherweise unsere anderen Videos, zum Beispiel zum Ortsteil Wedding oder der Gegend um den Wannsee. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.